Kann ja nur besser werden. Wo ist Lucky Pharao? Lucky Pharao. Da. Oh, wir hatten ein schönes Bild beim letzten Mal, sehe ich gerade. Ah ja, das war das, wo wir 1000 Euro gewonnen haben. Stimmt ja. Das war ja im Livestream, genau. Das war das letzte Mal auch, dass ich Lucky Pharao gespielt habe. Falls ihr es nicht gesehen habt, die Highlights kommen in den nächsten Tagen auf jeden Fall online. Ich muss es noch zusammenschneiden und so, hatte ich noch nicht die Zeit dafür. Aber die Highlights von dem Stream kommen auf jeden Fall auch noch online. Der ganze ist schon online. Ah, schade, da wäre eine Viererreihe nicht schlecht gewesen, ne? Hat das wenigstens einmal? Nee, ne? Nee. Aber nehmen wir die 8 Powerspins, warum nicht? Danke, Hashim, danke. Glück können wir gebrauchen. Ein paar schöne Bilder für den Stream wäre gut. Na, okay, er schmeißt ein bisschen was zumindest. Müssten ein paar Spiele zumindest werden. Shoutout mal Navrai, Kumpel von mir. Okay, dann Shoutout an Navrai. Schönen Tag und ich weiß nicht, ob du am Start bist oder nicht, aber auf jeden Fall liebe Grüße an dich. Eigener Automat, ja genau, ist der eigene. Sagt ihr, spielt Desert Dancer was? Ja klar, Luca, Desert Dancer kenne ich. Kenne ich. Das hat er auf jeden Fall auch bei My Top Game. Ich habe mal ein Video dazu gemacht. Da habe ich versucht, gute Freispiele zu spielen. Dann hat er mir einfach drei von diesen Lampen einfach so geschmissen, ohne Freispiele. War ein gutes Video, hatte ich ziemlich Glück. Ich zeige euch im Laufe des Abends auf jeden Fall ein Spiel, das die wenigsten kennen, was mir aber mal tatsächlich ein paar Mal ganz gut gegeben hat. Aber erstmal arbeite ich ein bisschen eure Wünsche ab. Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Desert Dancer können wir auch spielen. Gar kein Problem. Wenn du die Nummer hast, weil den hat er auf jeden Fall nur in meinem Top Game. Rajesh aus India ist auch am Start. Sehr schön. Ich habe mehr indische Zuschauer als Deutsche. Wo bleiben meine deutschen Leute? Er schmeißt viele Rubine. Das ist schon mal ganz gut. Jetzt mach den Diamanten. Komm schon. Schade. So. Machen wir mal ein bisschen höher, ne? Auf 4 Euro, komm schon. Ich habe dir gesagt, Spieler Kifaro, der zahlt super. Ja, gucken wir mal, gucken wir mal. Jetzt habe ich ein bisschen höher gestellt, höheres Risiko. Mal gucken, ob er das mitmacht. Moin, Lost Lukas, was geht ab? Schön, dass du wieder am Start bist. Desert Dancer Nummer 32, sehr gut, sehr schön. Nummern immer am Start, das weiß ich, auf jeden Fall, Luca. Auf dich ist Verlass. Gucken wir mal, was er hier noch macht und dann gehen wir danach zu Desert Dancer mal. Wenn das schwarze Lucky-Symbol kommt, kann nur ein Symbol erscheinen. Wenn Schuhmacher 0608 nicht auf dem Bildschirm mal mit drauf ist. Okay, also ich kenne das auch nur so, dass nur ein Symbol erkannt und Schuhmacher kenne ich nur den Rennfahrer. Bei den Powerspins macht er bei den schwarzen Dingern nur Symbole, die nicht im Fenster vorhanden sind. Meistens, meistens. Leider. Ich habe es einmal gehabt, also ein paar Mal natürlich da. Selbst wenn so wie hier jetzt, keine Ahnung, drei Qs sind und das hier alle die schwarzen, dann wird der Q nicht machen. Ich glaube, danach muss man das Geld eh annehmen. Dann gehen wir danach zu Desert Dancer, würde ich mal sagen. Das haben wir, glaube ich, im Stream noch nie gespielt. War klar, dass er den Diamanten. Also, ich bin auch zufrieden, auf jeden Fall. Macht Spaß zu spielen. Nervt natürlich, dass wenn man gewinnt, dass man dann das selber auffüllen muss, das ewig auszahlt und so weiter. Hat natürlich ein paar Schattenseiten, aber ansonsten macht Spaß auf jeden Fall. Mach mal wieder Rubine. Ah, schade, aber er gibt gut. Er gibt gut. Schade, dass wir nach der Runde das Geld mitnehmen müssen. Dann hätte ich nochmal auf 8 Euro Spins gestellt. Aber jetzt muss man das Geld annehmen, glaube ich. Wobei wir dann gutes Geld haben. Dann könnte man eigentlich zwischenzeitlich kurz mal zu alles Spitze gehen. Entweder er gibt richtig oder zieht das Geld halt schnell ab. Vielleicht schieben wir das vor Desert Dancer nochmal rein. Er gibt viele kleine Gewinne und das sammelt sich. Also falls ich mal rausfliege, nicht wundern, mein Internet schmiert die ganze Zeit ab. Ja, gar kein Problem. Wir leben in Deutschland, ich kenne das mit dem Internet.
Das läuft hier immer nicht so flüssig. Also keine Sorge, das kennt jeder von uns wahrscheinlich. Er hat auf jeden Fall ganz gut bezahlt, muss man sagen. Da hat sich das Hochstellen gelohnt. Fast 100 Euro gemacht. Kann man sich nicht beschweren. So, alles spitze. Da. So, 50 Cent starten wir mal. Starten wir rein mit dem Teufel, sehr schön. Okay, die Münzen schmeißt er ganz gut. Schon fast ganz. Okay, wir sind bei der Münze ganz oben. Ich wollte es gerade filmen. Schade. Alles Spitze ist echt ein heftiges Spiel. Das Geld geht so schnell weg, wenn er nichts macht. Aber gut, wenn er natürlich einen nach oben lässt, dann kann man auch viel Geld kriegen. Das ist das Internet vom Streamer. Wenn das stimmt, dann tut's mir leid. Ich kann da leider auch nichts dafür. Ich habe schon eigentlich relativ gutes Internet gebucht, aber wenn er nicht liefert, kann ich nichts machen. Vielleicht sind aber auch die YouTube-Server, kann auch sein. Also ich weiß es echt nicht, ich bin da kein Experte. Ich hoffe, ihr könnt den Stream halt trotzdem gut genießen, dass es nicht zu oft passiert. Oh Mann, also der zieht uns gerade die Hosen aus. Bei 250, wenn er da nicht was Gutes gegeben hat, gehen wir raus. Der macht uns gerade hier pleite. Moin Edo, alles Gute dir auch. Schön, dass du am Start bist. Liegt, glaube ich, an deinem Internet, weil zwei andere auch Probleme haben. Dann habe ich auch Speedtest gemacht, läuft eigentlich alles gut. Kann sein, Luca, kann sein. Kann sein. Ich kann leider kein schnelleres Internet buchen. Ich habe schon das höchste Paket, aber wenn die nicht geben, dann geben sie nicht. Na komm, jetzt sind wir wenigstens mal beim Kleeblatt ganz oben. Vielleicht, wenn wir jetzt noch ein paar Gewinne kriegen, kann man in die Leiter rein. Konzentriere dich aufs Drücken. Ja, damit kann man viel beeinflussen. Stimmt, dann konzentriere ich mich lieber. Na komm schon, die Leiter hatten wir letztes Mal auch nicht knacken können. Diesmal ist eigentlich Pflichtprogramm. Okay. Jetzt gibt man eine Ausspielung direkt 20 oder so. Ne, 4 und tot. Aber man kann ein bisschen Geld wenigstens mitnehmen. Es war ein langer Kampf. Schmeiß mal noch mal ein paar Sonnen oder so. Die Sonne hat er noch gar nicht geschmissen. Drück mal ohne Teilen. Ja, kann ich machen, aber ich nehme mal ein bisschen Geld auch mit. Aber wenn du willst, ja, siehst du, dann stirbt man einfach direkt. Ich mag es gerne in die Ausspielung reinzugehen, weil manchmal springt er einfach schön hoch. Da muss man das selber nicht machen. Dreimal schnell hintereinander ballern bei 5er Kleber direkt auf 20. Ja. Okay, jetzt sind wir bei der Münze auch ganz oben. Das gibt schon gleich 25 Euro. Das schmeckt natürlich besser. Und da sind die 25. Die nehme ich mal lieber erstmal an. Schmeiß mal noch eine Münze dann. Ja, läuft. Dreimal drücken, wie du gesagt hast, ne? Kein Problem. Ah, danke fürs Liken, Edo. Ehrenmann, sehr schön. Das hilft mir sehr. Also jeder, der einen Daumen hoch gibt. So, jetzt ist ja gerade die Party von dem 140er. Gerne dem Video einen Daumen hoch geben, damit man ein bisschen besser beim Algorithmus gelistet wird. Sind ja 52 Zuschauer und nur 14 Daumen hoch, da kann ja irgendwas nicht stimmen. So. Ja, spielen wir mal weiter, ne?
Oder wir nehmen an und spielen jetzt irgendein Spiel auf höherem Einsatz.